Wir wollen nun den Aufbau, das Symbol und das Ersatzschaltbild des IGBTs kennenlernen und uns ein bisschen über die Funktion unterhalten. Zunächst vom Aufbau. Der IGBT hat einen ähnlichen Aufbau wie der Leistungs-MOSFET mit einer kleinen Änderung. Das werden wir uns jetzt anschauen. Das heißt, tatsächlich werden wir hier oben zunächst mal die ähnliche Struktur haben, wenn wir einen sogenannten N-Kanal-IGBT betrachten. Das heißt, ich habe hier wieder zwei hochdotierte N-Plus-Gebiete in einem P-Plus-Gebiet an dieser Stelle. Dann haben wir hier eine niedrig dotierte N-Minus-Schicht. Wir haben hier oben drüber wieder eine isolierende Oxidschicht. Das heißt, hier wieder ein Isolator. Haben dann hier Kontakte. Einerseits wieder einen Kontakt, den wir auch hier als Gate bezeichnen mit dem Anschluss G. Dann haben wir hier rechts und links Kontakte, die wir bezeichnen werden mit E. Das wird der Emitter sein und hier unten werden wir dann an der Stelle einen Kontakt haben, den wir mit dem Kollektor bezeichnen, wie beim Bipolartransistor mit C. Jetzt haben wir aber hier einen Unterschied gegenüber dem Leistungs-MOSFET. Das wäre jetzt noch die Struktur des Leistungs-MOSFETs. Haben wir bei einem IGBT an dieser Stelle an dem Anschluss, der sonst beim Leistungs-MOSFET der Drain ist, eine hoch-P-dotierte Schicht und keine hoch-N-dotierte Schicht. Es gibt manche IGBTs, die haben dann hier auch noch eine N-Plus-Schicht. Das heißt, tatsächlich könnte man sich auch nur hier vorstellen, ich hätte hier eine N-Plus-Schicht. Ändert jetzt aber allerdings nichts daran, dass wir tatsächlich hier sozusagen einen zusätzlichen PN-Übergang haben. Das heißt, gegenüber dem MOSFETs haben wir eine zusätzliche P-dotierte Schicht in der Halbleiterstruktur und diese verursacht jetzt sozusagen die charakteristischen Eigenschaften des IGBTs. Wir haben jetzt hier einen PN-Übergang bzw. so einen Pin-Übergang wieder. Ich kann jetzt hier an der Stelle, nehmen wir das wieder raus, diese N-Plus-Schicht. Ich habe jetzt hier sozusagen wieder diese Pin-Struktur mehr oder weniger oder eine PN-Struktur, eine schwach dotierte Schicht, habe also hier einen PN-Übergang und werde dann, wenn jetzt hier dieser PN-Übergang in Flussrichtung gepolt ist, einen Stromfluss kriegen, der nicht nur von den Elektronen in diesem N-Gebiet getragen ist, sondern ich werde zusätzlich sozusagen hier Löcher diffundierend kriegen in dieses Gebiet. Das heißt, ich werde eine Anhebung der Leitfähigkeit kriegen und damit einen niedrigeren Einwiderstand. Das ist nämlich genau die Idee, die hinter diesem IGBT steckt. Das heißt, dieser PN-Übergang erzeugt dann unsere bipolare Leitfähigkeitsmodulation und damit an dieser Stelle den niedrigen Einschaltwiderstand oder den niedrigen Widerstand im Eingeschaltet. Wollen wir noch ein bisschen weiter gucken? Schauen wir uns an das Symbol des IGBTs. Wir werden benutzen folgendes Symbol für den IGBT. Das ist so ein Symbol, was eine Kombination aus den Symbolen ist von einem NPN-Transistor und einem MOSFET. Das heißt hier tatsächlich hier so ein angedeutetes NPN-Symbol, aber mit diesem isolierten Gate. Wir bezeichnen die Anschlüsse als Gate-Anschluss, dann hier den Emitter-Anschluss und hier den Kollektor-Anschluss. Achtung, wichtig, diese Anschlüsse sind jetzt sozusagen nach diesem Symbol abgeleitet. Tatsächlich werden wir gleich sehen, das kann ein bisschen zu Verwirrungen führen. Wie gesagt, wir benutzen dieses Symbol hier. Es gibt ein normatives Symbol, das aber nicht so häufig benutzt wird. Sieht ein bisschen anders aus. Ich male das mal dazu rein für diesen selbstsperrenden Endkanaltypen. Das würde in etwa so aussehen und dann werden wir gleich sehen, was das bedeutet. Das wäre so ein bisschen das normative Symbol für diesen IGBT. Viele Leute verwenden aber häufig dieses einfache Symbol. Wie kann man sich jetzt die Funktionsweise vorstellen? Dazu betrachten wir das Ersatzschaltbild und dann verstehen wir auch vielleicht dieses normative Symbol etwas besser. Tatsächlich im Ersatzschaltbild, wenn wir uns das vorstellen, habe ich hier auf der einen Seite diesen PN-Übergang oder diese
Pindiode an der Stelle. Auf der anderen Seite habe ich aber hier oben weiterhin dieselbe Struktur wie beim MOSFET. Das heißt tatsächlich, hier haben wir einen Kanal eines MOSFETs. Hier haben wir an der Stelle sozusagen eine Diode. Beziehungsweise man kann es auch anders betrachten. Ich habe hier einen PNP, eine PNP-Struktur. Und ich könnte jetzt sagen, okay, tatsächlich, diese Struktur ist ja, entspricht ja eigentlich einem PNP-Transistor. Deswegen machen wir hier dieses Ersatzschaltbild mal, so ein PNP-Transistor. Das ist nämlich hier sozusagen ein PNP-Leistungstransistor. Und hier habe ich jetzt sozusagen ein MOSFET, tatsächlich hier ein N-Kanal-MOSFET. Hier wird sich eine Inversionsschicht bilden, wo Elektronen angereichert werden an dieser Stelle. Und die fließen jetzt in diese mittlere Schicht rein. Ja, was ist die mittlere Schicht bei einem an dieser Stelle bei einem Transistor, beim bipolaren Transistor? Das ist der Basisanschluss. Das heißt tatsächlich, kann man sich auch vorstellen, dass wir hier einen Basisstrom haben, der von einem N-Kanal-MOSFET gesteuert wird. Und so kann man sich ein bisschen die Funktionsweise des IGBTs vorstellen. Das heißt, der Gate-Anschluss des IGBTs ist eigentlich der Gate-Anschluss dieses MOSFETs, den wir hier oben haben. Dieser MOSFET steuert mit seinem Drain-Source-Strom tatsächlich den Basisstrom für den PNP-Leistungstransistor, den wir dort haben. Und dieser PNP-Leistungstransistor hat jetzt die Eigenschaft, dass er diese bipolare Leitfähigkeitsmodulation hat und deswegen geringere Einschaltverlust hat. Und deswegen auch sozusagen IGBT als Kombination aus einer MOSFET-Ansteuerung. Das heißt, tatsächlich steuern wir den MOSFET mit der Spannung UGE an, mit der Spannung zwischen Gate und Emitter, und darüber steuern wir aber den eigentlichen Hauptstrom, den Kollektorstrom, was jetzt hier der Strom durch diesen PNP-Leistungstransistor ist. Und jetzt ein bisschen zur Verwirrung, aber das ist leider so, wenn wir diese Struktur so betrachten. In dem vereinfachten Ersatzschaltbild ist jetzt der Emitter des PNP-Transistors der Kollektoranschluss des IGBTs. Braucht man sich aber in der Praxis keine großen Gedanken drüber zu machen, wenn man einfach dieses Ersatzschaltbild hier betrachtet oder dieses Symbol betrachtet, kann man sich das so vorstellen, wirklich sozusagen wie ein NPN-Transistor, der halt spannungsgesteuert ist, ohne einen Strom, der hier reinfließt, sondern nur über die Gate-Emitter-Spannung und damit sozusagen die Spannung zwischen Kollektor und Emitter steuert, und der geschaltete Strom ist dann der Strom IC. Was haben wir also als Eigenschaften für diesen IGBT an dieser Stelle? Wir haben schon gesehen, das eine ist diese zusätzliche p-dotierte Schicht für diese bipolare Leitfähigkeitsmodulation. Wir sehen, wir haben weiterhin ein MOSFET-Verhalten bezüglich der Ansteuerung. Das heißt, an dieser Stelle, wir haben eine, schreibt mal hin, leistungslose Steuerung über eine Spannung, das heißt tatsächlich über ein elektrisches Feld, und keine statischen Ansteuerleistung. Keine statische Ansteuerleistung. Das heißt, im Gegensatz zu einem normalen Bipolarleistungstransistor müssen wir hier keinen Basisstrom liefern, sondern dieser Basisstrom ist tatsächlich der Drainstrom dieses N-Kanal-MOSFETs. Das heißt, wir haben weiterhin die Spannungssteuerung, die wir haben, wie bei einem MOSFET, damit sehr einfach ansteuerbar. Jetzt gibt es aber einen Nachteil durch diesen zusätzlichen PN-Übergang. Dieser PN-Übergang wird, wie wir nachher sehen, auch eine nachteilige Sache haben. Der führt zu Speicherladung, so ähnlich wie wir das bei der Diode schon gesehen haben. Das heißt tatsächlich, wenn der IGBT eingeschaltet ist, sind Ladungsträger in die jeweils benachbarten Schichten hier an der Stelle an diesem PN-Übergang diffundiert, und diese müssen beim Ausschalten an dieser Stelle abgebaut werden. Das heißt, es gibt dort eine Speicherladung, und daraus wird resultieren ein sogenannter Tailstrom, zu Deutsch Schweifstrom, und der wird zur Folge haben, dass wir hier erhöhte Schaltverluste haben. Das ist sozusagen der Preis für die niedrigen Einschaltwiderstand. Und dann gibt es noch eine Sache, die wir feststellen können an dieser Stelle. Tatsächlich, wir haben keine aufbaubedingte Inversdiode. Das heißt, anders wie beim MOSFET
haben wir hier keinen Stromfluss bei negativer Kollektor-Emitter-Spannung, zumindest in dieser Grundstruktur. Allerdings ist es so, dass häufig eine schnelle Schaltdiode, also eine schnelle Pindiode mit integriert ist im Gehäuse des IGBTs, weil das die häufige Anwendung ist. Und dann haben wir sozusagen ein IGBT, wo wir so eine antiparallele Diode dran haben. Der Vorteil dieser Diode ist, dass sie jetzt im Gegensatz zu einer MOSFET-Diode optimiert sein kann auf gutes Schaltverhalten. Das heißt, IGBTs, die Freilaufdioden von IGBTs, wenn man die zusätzlich integriert, sind im Normalfall deutlich besser als die Freilaufdioden, die sie kriegen, wenn sie einen MOSFET, dessen Inversdiode als Freilaufdiode benutzen.